Ich bin's, der Callcenter-Crusher. Hallo an alle Zuhörer. Das heutige Video besteht aus etlichen Kurzanrufen, die uns wieder zeigen, mit welcher Art Menschen wir es zu tun haben. Man erkennt, dass die schon häufig Erfahrungen mit Scambaitern gemacht haben. Habt Spaß mit den Anrufen und wie immer geht's nach dem Intro los. Hallo? Hallo? Hallo, Wer sind Sie? wen wollen Sie denn sprechen? Hallo? Schönen guten Tag. Nochmal mein Name von Empire Swiss. Spreche da mit Herrn Bermannshütte. Bergmannshütte. Hallo? Hallo. Also telefonieren geht so, dass beide reden und beide zuhören. Ohne reden funktioniert das nicht. Ja, bitte. Hallo. Kleber. Guten Tag, Herr Kleber. Ja, wer ist da? Guten Tag, ich heiße Luis Keller und ich rufe von Internationale Investmentgesellschaft und ich bin Ihr persönlicher. Hallo? Hallo. 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 Wer ist da? Ha? 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 Ha Haha. You're getting funny. Ha. That's frick. You know that. Ha. Pesta. Pesa. Like, yeah, it's like the currency. I mean, I don't know where is the currency, but I'm pretty sure it is. Ah ja. Komische Sprache Ah ja. sprechen die da sprechen. Die Vater später, der Deutsch sprechen. Call your police English speaking boyfriend. Das ist wieder so ein dummer Scammer bestimmt. I don't know what you're talking about. Call your boyfriend. Yeah, if you could be so good, just do that. Good to you? Yeah, good to me. If you could be so good to me, just No, call your boyfriend. I'm not. You're a scammer, and so I don't anything for you. Oh, so you know English. Why were you hiding that? What? Why were you hiding the fact about yourself? It's more comfortable to speak in German. Oh, awesome. But I mean, if you want, you can talk English, right? But I don't want. Okay, so pass the phone to Your those who call, can. you call Germany, and so you have to speak German. Well, actually, my German-speaking friend just took the phone up firstly, but then he told like you don't speak German, and he asked me to talk to you in English. That Yeah. actually happened. Speak German. I can't. Yeah. Your I know that fault. you have a friend. Your I fault. know this. That's That's my your problem, fault. right? That's how it. That's my problem. That's what I'm trying to say. It's your problem. Yeah, problem. Almost. You've got it. So call your friend. No, I don't call anybody. I mean, he was so energyful and he threatened me or something, but now he's disappeared. He went for the gun or something. He's so bored by you. Huh? Ah? I didn't get that. What did? You're so boring to him. Ah, so boring to him, and he just went to buy some gun and find me, right? To make me armless, legless, and whatsoever. You think he'll deal with that? Better look behind, better look Uh-huh. left and right. Then I look up, and he's hanging out on the rope, right? Look about, look around if it's Yeah, dark look outside. around, be careful when you're walking in the streets, right? Yes, genau. Yes. Because I accidentally can, I mean, stomp him, right? Or put my leg on him and crush him, right? We don't want that. Yeah. Especially. That's all easy, like, So, das war jetzt alles, was du noch loswerden wolltest? Excuse me? Das war jetzt alles, was du noch loswerden wolltest? I'll not answer you because I don't understand. Ja, das ist dein Problem, your problem. So how would you want to conduct the conversation further?
Ja, wir reden jetzt nur noch auf Deutsch. I can't. Ja, Problem. Oh, mein Problem. Okay, Genau. ich habe dir gesagt, meine Mutter leben abgeleben, zum Beispiel zu Sommer, Zimmer, Winter und so on. You see, my Deutsch Was is redet der really da? hard. Funny enough, right? Oh Mann, der ist sehr dumm. Ist der Typ immer noch dran? Ja, tatsächlich, das ist ein dummer Er ist Typ. ja wirklich ein dummer Mensch. Ja. Und man hört auch diese ekelhaften Stimmen im Hintergrund, ne? Andere Abzocker. Ja, das sind alles Abzocker. Ja, schrecklich. Und in dem Gespräch davor habe ich gehört, so ein Klatschen. Ich habe es noch nie so laut gehört zuvor wie dieses eine Mal. Ja, klar, da haben sie wieder irgendwen abgezockt. Ja, Oh, aber jetzt ist er raus. so dermaßen laut. Ja. Über Kryptowährungen. Ja, Verdammt. so ein bisschen weiß ich was. Okay, haben Sie etwas gemacht mit Kryptos oder mit Aktien? Mit Aktien habe ich schon gemacht. Haben Sie gute oder schlechte Erfahrungen? Gute Erfahrung. Gute Erfahrungen, sehr schön. Schauen Sie, wir haben auch ein neues Projekt, das Ihnen Gewinn garantiert. Sie werden monatliche stabilisierte Gewinne von 40 bis 60% bekommen. Wie garantieren Sie das? Wir haben ein Analystenteam. Sie analysieren jeden Tag den Finanzmarkt und bereiten für Sie, genauer gesagt für unsere Kunden, bestimmte Kryptowährung, die derzeit Preispotenzial hat. So. Und Sie werden von dieser Person immer die richtigen Informationen bekommen. Sie werden alles selbst machen, aber wir sind Beratungsunternehmen. Von unserer Seite bekommen Sie, an welche Münze sollen Sie investieren und anderen. Gut, dann fragen wir doch erstmal nach, welches Beratungsunternehmen sind Sie denn? AAA Partner Group Unternehmen und wir arbeiten in öffentlicher Plattform Backstage. Ah ja, okay. Und Sie garantieren einen Gewinn. Und Sie handeln an der Börse, Genau. richtig? Bitte? Und Sie handeln an der Börse, richtig? Was meinen Sie? Können Sie wiederholen? Schlechte Verbindung? Ja, ich Sehr, denke sehr mal, schlecht. vielleicht sollten Sie mal für Ruhe im Hintergrund sorgen. Dann verstehen Sie mich auch. Okay. Jetzt werde ich nochmal anrufen, okay? Ja, wenn der Hintergrund weiter so laut ist, dann wird's keinen Sinn geben. Ja. Herr Thomas. Nein, Herr Damzig ist mein Name. Okay, Herr Danzig. Ich werde jetzt nochmals anrufen, okay? Ja, okay. Okay. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob sie wirklich nochmal anruft. Jetzt machen sie eine neue VPN oder so, irgendwas, weiß der Geier was. Eben hat sie doch aus. Ach, anonym. Ach du Scheiße. Hallo? Oh, Herr Hadamsi, sind Sie da? Warum rufen Sie denn jetzt anonym ohne Telefonnummer an? Ich kann Ihnen unsere Gesprächsnummer geben. Das ist kein Problem. Nö, sie rufen einfach mit einer ohne Rufnummerübermittlung an. Das ist nicht seriös. Und jetzt schalten Sie sich stumm. Bitte? Ja, genau. Erstens, Sie rufen anonym an. Sie übermitteln keine Nein, Anrufernummer. schauen Jetzt Sie. lassen Sie mich einfach mal ausreden, wenn Sie Fragen stellen. Also, erstens, Sie rufen anonym an. Zweitens, Sie rufen, eben haben Sie aus Schweden angerufen, jetzt rufen Sie anonym an. Das ist nicht seriös. Und drittens, Sie. drittens schalten Sie sich stumm. Sollten Sie sich noch einmal stumm schalten, werde ich sofort auflegen. Ist das soweit klar? Okay, schauen Sie bitte. Was soll ich denn Ich schauen? kann Ihnen,
Ich kann dir eine Nummer geben. Ich brauche keine Nummer, ich möchte nur mit einer Nummer angerufen werden, die angezeigt wird. Ich gebe Ihnen eine Nummer. Nein, ich brauche keine Nummer. Anrufen. Ja? Ich brauche keine Nummer. Verstehen Sie mich nicht? Ich möchte nur nicht mit einer anonymen Telefonnummer angerufen werden. Das würde kein seriöses Unternehmen machen. Sind Sie seriös? Ja. Ja. Und warum, warum rufen Sie dann anonym an? Sie bekommen Anruf von unserem System. Verstehen Sie das? Ja. Damit dann ist das System nicht richtig eingestellt. Man muss immer mit einer Rufnummer. Nein, höre ich jetzt nicht zu. Höre ich jetzt nicht zu. Erst dann höre ich wieder zu, wenn Sie mit einer Rufnummer anrufen und sonst. Ich beantworte auf Ihre Frage. Verstehen Sie das? Ich verstehe das, aber trotzdem, ich erwarte einen Anruf mit einer Telefonnummer. Ansonsten ist dieses Gespräch beendet. Okay, das mache ich. Gut. Haben Sie noch Fragen? Nee. Machen wir weiter, ja? Es muss Ihnen also vorgesagt werden. Wie gesagt, ich warte auf einen Anruf mit Telefonnummer und nicht anonym. Einen Moment. Ich lege auf. Geben Sie mir doch direkt die Ihnen alles vorsagt. Wie bitte? Haben Sie wieder nicht verstanden, ne? Ihnen wird doch alles vorgesagt. Ich hoffe, Sie sehr schlecht. Ja, das ist mir klar. Das ist immer dasselbe. Ihnen wird alles vorgesagt, was Sie sagen sollen. Dann geben Sie mir doch die Dame, die Ihnen das alles vorsagt. Jemand sagt nichts. Doch, ich höre es ganz genau. Sie wollen mich verschaukeln. Machen Sie Spaß mit mir? Sind Sie seriösisch? Welchen Spaß meinen Sie? Ja, das habe ich Ihnen gerade gesagt. Sie sagen, es wird Ihnen keiner vorgesagt. Ich habe genau gehört, dass die Dame vorgesagt hat. Welche Dame? Die im Hit. Ach, das ist mir zu müßig mit Ihnen. Sie lügen mich also ja jetzt schon an. Sie lügen mich ja jetzt schon an. Noch 44 Mitarbeitern. Verstehen Sie das? Ja. Und genau das, was die vorsagt, sagen Sie hinterher. Komisch, dass der Nachbar genau dasselbe zur selben Zeit sagen soll. Schon seltsam, ne? Sie lügen mich ja jetzt schon an. Ich glaube, mit Ihnen möchte ich keine Geschäfte machen. Sie lügen mich ja jetzt schon. Sie rufen mit einer anonymer Nummer an. Sie stummen Ihr Mikrofon. Sie lassen sich vorsprechen und sagen, es würde niemand vorhersagen. Das kann nicht seriös sein. Wollen Sie? Wählen Sie? Das habe ich Ihnen doch gerade erklärt. Verstehen Sie das nicht? Verstehen Sie das nicht? Ich habe Ihnen gerade alles erklärt. Wenn Sie das nicht verstehen, ist es Ihr Problem. Gerade. Ich rufe Sie unter eine Nummer. Nein. Antworten Sie mir, warum? Nein, Sie rufen mich nicht unter einer Nummer. Warum denn? Ja, das weiß ich doch nicht, warum Sie anonym anrufen. Okay, was ist das Problem? Was möchten Sie? Das habe ich Ihnen gerade erklärt. Ich sage, dass ich unter einer Nummer werde nochmal anrufen. Ach, das haben Sie eben nicht gesagt. Ja, dann rufen Sie doch nochmal an. Okay. Nicht online, in YouTube. In YouTube? Wieso YouTube? Ja. So, wieso YouTube? So haben Sie gesagt, erstes Mal, dass ich mit Ihnen online war. Ja, und? Was wollen Sie denn jetzt? Jetzt bin ich nicht online, jetzt mit Ihnen, in YouTube. Was? Jetzt, weil ich wollte etwas sagen, damit die Leute hören, in YouTube. Ja, nee, jetzt bin ich nicht online bei YouTube.
Wann melde ich mich? Ja, das weiß ich nicht, ob ich das nochmal annehme. Was willst du denn sagen? Ich zeichne das auf. So, ich habe die Aufnahme gestartet, so. Und jetzt kannst du loslegen. Wollt ihr etwas glücklich sagen, damit die Leute glücklich sind? Positiv. Ja, dann sag das. Nee, heute lassen wir. Okay. Den Montag. Ja, werden wir sehen. Ino, vielen Dank. Schönen Abend noch. Ja, ebenso. Danke. Ja, bitte. Hallo, guten Tag, Thomas. Guten Tag. Wer ist da bitte? Ich bin Lee, leitende Beraterin. Ich möchte Ihnen die richtigen Informationen über Kryptowährungen geben. Wen wollen Sie denn sprechen? Hallo. Hallo. Hören Sie mich? Ja, mit wem wollen Sie denn reden? Mit Thomas Hadamczykia. Okay, ja, da bin ich. Sehr schön. Sie haben sich angemeldet im Finanzmarkt. Erinnern Sie sich? Ja, ich habe mich hier auf verschiedenen Seiten angemeldet. Und welches ist jetzt Ihre Seite? Wir haben viele Seiten. Zum Beispiel, Sie haben angemeldet auf einer unserer Partnerwebseite. Registriert und Informationen über Kryptowährungen angefordert. Deshalb rufe ich an. Und auf welcher Partnerseite? Wir haben so viele Seiten. Ja, Sie haben gesagt, Sie haben sich auf einer Partnerwebseite angemeldet. Auf welcher denn? Ja, Jürgen Würgen. Sehr angenehm, Herr Würgen. Wie geht's Ihnen? Danke, gut. Und selbst? Bei mir alles gut. Sagen Sie mir bitte, Sie haben circa vor einer Stunde Ihre Daten bei uns hinterlassen, um ein Handelskonto zu aktivieren. Stimmt? Ja, das ist richtig. Ich bin der Account Manager und werde Ihnen helfen, dieses Handelskonto weiterzubringen, okay? Ja, okay. Sagen Sie mir bitte, wie alt sind Sie? Wie alt ich bin? 45. Warum? Wie alt sind Sie? Hören Sie schlecht? 45. Ja, ich höre ganz schlecht. Ja, dann haben Sie ja genau den richtigen Job am Telefon. Aha. Haben Sie noch etwas dagegen? Was dagegen? Wogegen? Ja. Wogegen? Arbeiten Sie irgendwo? Sind Sie berufstätig oder ne? Das geht Sie doch gar nichts an. Wir sollen ganz sicher sein, dass unsere Kunden nicht nur investieren können, sondern auch leben können. Verstehen Sie mich? Jetzt mäßigen Sie mal Ihren Ton. Was soll denn sowas? Welcher Ton? Ja, Ihren aggressiven Ton. Ja, bleiben Sie bitte hier. Bitte? Hallo. Können Sie mich hören? Jetzt wieder. Ja, super. Wo ist Sigi? Wo ist wer? Sigi. Welcher Sigi? Drehen Sie schon Video, ja? Welches Video? Für YouTube. Für YouTube-Kanal. Ach so. Ach, ich muss, um bei Ihnen drehen zu können, muss ich einen YouTube-Kanal haben und Videos drehen? Habe ich das richtig verstanden? Nein. Sie drehen Video für Ihren YouTube-Kanal. Sie sind ein Scammer. Ach. Bin ich richtig? Ich bin ein Scammer. Mhm. Und was sind Sie? Ja. Ich bin ein Finanzberater. Sehr schön, ein Finanzberater. Gut, okay, welche Ausbildung haben Sie denn als Finanzberater? Bankausbildung. Ja, okay. Aber für Finanzberater brauchen wir keine Ausbildung. Wie nennt sich diese Ausbildung?
Entschuldigen Sie mich bitte. Nein, nein, ich entschuldige das nicht. Nein, tue ich nicht. Okay, stellen Sie bitte Ihre Frage, okay. Ja, gut. Welche Ausbildung haben Sie genau? Wissenschaft. Wissenschaft in der Bank. Ja, ganz korrekt. ist so ein alberner Typ. Ein ganz, ganz schlechter Scammer. So ja. Schlecht vorbereitet. Und, haben Sie sonst noch was zu sagen? Ja, ich habe etwas zu sagen. Na dann los. Okay. Sortieren Sie erstmal Ihre Worte und dann flüssig in bitte. Einem Satz durch. Okay, kein kriegen Problem. Sie nicht dann hin? Schönen Tag für Sie. Kriegen Sie, okay, Sie schon nicht hin. Okay. Sie verstehen gar nichts. Ja, natürlich verstehe ich nichts. Ganz klar. Wissenschaft.